Ja, und herzlich willkommen zur vierten Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir beschäftigen uns heute mit der wirklich sehr drängenden Frage nach der Zuverlässigkeit des PCR-Tests. Und wir wollen uns erstmal mit der Funktionsweise insgesamt auseinandersetzen und dann auch weitere Fragen stellen. Wir haben Gäste dazu, komme ich gleich darauf zu sprechen, wer das ist. Ich möchte ganz kurz noch ein paar Sachen vorab sagen. Es ist so, diese Frage der Testung, die liegt mir schon seit längerer Zeit am Herzen. Da hatte ich ja auch meine Petition ursprünglich gestartet, dass es darum ging, dass wir eben eine solide Zahlenbasis, eine solide Erkenntnisbasis haben, wie überhaupt die Dynamik des Virusgeschehens und die Ausbreitungsdynamik ist in Deutschland. Und diese repräsentative Studie, die ich da gefordert hatte in meiner Petition, die gibt es auch bis heute nicht in der von uns oder mir angedachten Form. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die durchgeführt worden sind, auch in Bezug auf Antikörpererfassung. Und da zeigt sich ja, dass die Gefährlichkeit des Virus im Prinzip im Bereich einer Grippe liegt, jedenfalls nach dem, was wir bislang wissen. Da gibt es eine ganz große Vielzahl an Studien, das werden wir auch verlinken, eine Übersicht über diese ganzen Studien, die da in der Zwischenzeit gelaufen sind. In Bezug auf den PCR-Test gibt es auch generelle Bedenken, inwieweit der eben in der Lage ist, überhaupt zu erkennen, ob da überhaupt infektiöses Material vorliegt, weil er eben durch seine, werden wir gleich genauer noch hören zu, durch seine Replikation da eben ganz kleine Viruspartikelchen, möglicherweise auch nur ausgeschiedenes oder Restmaterial eben erwischt und man deshalb gar nicht klar sagen kann, ob da tatsächlich eine Infektion, also eine aktive Infektion sozusagen vorliegt. Also das gibt da ganz viele verschiedene Aspekte, auf die wir zu sprechen kommen werden. Ich möchte noch auf eine Sache hier vorab verweisen, das haben wir auch verlinkt. Das ist ein Ringversuch, den die deutsche Akkreditierungsstelle gemacht hat. Die hat an Labore Tests geschickt, also Proben geschickt, und zwar einige mit dem Virus versetzt und die anderen waren mit einem harmlosen Coronavirus versetzt, und es gab auch eine Leerprobe, und da haben sich eben interessante Erkenntnisse daraus ergeben, dass da bei der Leerprobe nur 1,4% falsch positiv, und bei einem Test, der mit einem harmlosen Coronavirus versetzt war, gab es 7,6% positive Ergebnisse. Aber jetzt möchte ich die Fragen sozusagen an die Spezialistin richten, und ich begrüße die Frau Professor Kämmerer. Sie ist Virologin und Immunologin und steht uns heute für ein Gespräch zur Verfügung. Dann ich gebe mal an Herrn Dr. Wodak, er kann dann auch wir haben Grafiken vorbereitet, die auch verlinkt sein werden. Ja, guten Morgen, Frau Professor Kämmerer. Hallo, Herr Wodak, grüß Sie. Das ist schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, so fachliche Fragen mit uns zu besprechen. Denn Sie haben da eine langjährige Erfahrung im praktischen Umgang auch mit der Diagnostik und mit der Bewertung auch von immunologischen Befunden. Und das ist ja ganz wichtig, weil wir auf der Basis dieser immunologischen Ergebnisse und der Tests, die es da gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann auch Entscheidungen zu fällen haben, dass die Gesundheitsämter laufend Entscheidungen fällen, sodass man manchmal den Eindruck hat, dass das Bewusstsein, was diese Tests eigentlich bedeuten, nicht so richtig entwickelt ist. Und das ist ja, hat ja für unsere ganze Wirtschaft und für die Schicksale der Menschen, die ihre Arbeit verlieren, und naja, das hat für alle sehr, sehr viele Auswirkungen. Ja, wobei bisher ja überwiegend eben die schon angesprochene PCR-Diagnostik gemacht werden, was ja kein immunologischer Test ist, sondern nur ein Nukleinsäurenachweis. Ja. Ich finde es mal ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal herausstellt, denn dieser PCR-Test, der multipliziert ja nur eine bestimmte Sequenz von definierten Molekülen. Und multipliziert nur einen kleinen Genabschnitt aus einer ausgewählten Region des Virus, ohne sagen zu können, ob das Full-Length-Virus überhaupt vorhanden ist. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Also auch wenn da Trümmer sind, würde es das merken? Würden die gemessen werden? Also wenn das Virus nicht mehr ganz vorhanden ist, sondern nur noch Teile davon, und das wären diese Teile, dann würde es auch positiv anzeigen. Wenn genau diese Teile noch intakt vorhanden sind als Fragmente, die sind ja sehr klein, die da nachgewiesen werden, dann würde das genauso noch nachgewiesen werden, exakt. Mhm.
Und das heißt ja dann noch gar nichts, was irgendwelche körperlichen Reaktionen angeht. Das heißt, da misst man nichts, was mit dem Menschen passiert, sondern da misst man nur, da liegt so ein Teil rum. Sie messen ausschließlich, ob da noch eine Nukleinsäure vorhanden ist, genauso wie die Forensiker zum Beispiel nachweisen, ob da irgendwelche Genspuren von irgendjemanden vorhanden sind, was aber nichts mit lebenden Zellen, aktiven Viren oder irgendeiner Krankheit zu tun hat. Also dieser Test kann keine Infektion nachweisen, denn die Infektion ist ja, die Infektion ist ja die Reaktion des Körpers. Das ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Ja. Ja. Also der Effekt der PCR kann nachweisen, dass die Nukleinsäure dieses Virus, wenn der Test ausreichend spezifisch ist, in dem Patienten gefunden wird. Kann aber noch nicht sagen, ob das Virus replikationsfähig ist, also sich in dem Wirt tatsächlich vermehrt, und kann auch nichts darüber aussagen, ob der Patient ursächlich dann krank wird mit diesem Virus. Ja. Es ist eine Korrelation, wenn jemand krank ist, die Erkältungs- oder die Krankheitsanzeichen hat und eben einen sehr hohen Nachweis für die Nukleinsäure hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das Virus ursächlich dabei ist. Aber die vielen, die positiv sind, ohne Symptome, da kann man gar nicht sagen, sind die wirklich mit einer großen Viruslast befallen oder nicht. Ja, eigentlich könnte man da ja noch nicht mal sagen, sie seien infiziert, weil Infektion ist ja immer die Reaktion des Körpers. Richtig, die haben praktisch auf der Oberfläche des Abstriches ist diese Virus-RNA. Das heißt noch nicht, dass es in den Zellen drin ist, und das heißt eben auch noch nicht, dass da ein intaktes Lebende, also lebend ist ein Virus ja sowieso nicht, aber ein vermehrungsfähige Viruslast vorhanden ist. Das ist der Das kann man mit dem Test so nicht nachweisen. Ja. Das ist der PCR-Test. Das ist der Test, der jetzt überall angewandt wird auf dem Wattetupfer, der jetzt überall den Menschen dann, wo Abstriche gemacht werden und wo dann auch die Konsequenzen abgeleitet werden. Genau. Okay. Frau Professor Kämmerer, das ist eine aus meiner Sicht jedenfalls wahnsinnig wichtige Information, die, glaube ich, 99,9% der Weltbevölkerung, die jetzt versuchen, sich verzweifelt irgendwelche Masken aufzusetzen, nicht bekannt ist. Denn aus den Medien wissen wir zumindest eins, und aus eigener Erfahrung, weil ich eben viel in den USA bin, weiß ich eins: In den USA ist der einzige Grund für die jetzt laufende Panik die immer wieder neuen Wasserstandsmeldungen betreffend die Infektionszahlen. Und wenn es, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass diese PCR-Tests, wie wir sie jetzt gerade, Dr. Wodak und Sie uns gerade beschrieben haben, benutzt werden, dass diese Tests zwar, wenn sie positiv testen, den Nachweis darüber erbringen, dass es irgendwelche Moleküle gefunden hat oder auch Trümmer davon, aber jedenfalls noch nicht notwendigerweise den Nachweis dahingehend, dass hier eine Infektion stattgefunden hat. Das ist richtig. Sie müssen irgendwie mit den Molekülen dieses, also mit den RNA-Molekülen des Virus in Kontakt gekommen sein. Das heißt aber eben noch nicht, dass Sie mit einem krankmachenden, ausreichenden Menge an Virus in Kontakt gekommen sind. Es gibt PCR-Tests für HIV und so, wo man das macht und wo man dann auch definiert und sagt, also ab einer gewissen Sensitivität sagt man, gut, da muss das Virus vorhanden sein. Aber das ist im Moment über die vorhandenen PCRs praktisch nicht rauszukriegen, wie das bei SARS-CoV-2 überhaupt gewertet wird. Wäre das denn die geforderte Validierung des Testes, wenn man jetzt, wenn man den PCR-Test anwendet und man wollte was über eine Infektion damit sagen, könnte man das überhaupt, könnte man ihn so validieren, dass man mit dem PCR-Test eine Infektion nachweist? Sie könnten natürlich sagen, Sie haben Patienten, wo Sie ein Virusisolat machen können, so wie man das bei anderen Viruserkrankungen ja auch macht, und sagen, ab einer, diese PCR arbeitet ja logarithmisch. Aus 1 wird 2, aus 4 und so weiter. Vervielfältigt das die Nukleinsäure von den Viren. Und man geht normalerweise aus, dass wenn das sehr früh anspricht, also sagen wir mal nach 20, 25 Amplifikationszyklen, sagt man, da sind so viel Viren vorhanden gewesen oder Virus-RNAs vorhanden gewesen, das muss dann auch tatsächlich eine entsprechende Viruslast gewesen sein. Das müsste man aber mit solchen Patienten und mit direkten Virusisolaten
nachweisen und validieren. Und ich habe bisher noch nichts in der Literatur gefunden, dass das mal gemacht wurde. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was die Europäische Union ja von einem Test verlangt, der für diagnostische Zwecke eingesetzt werden soll. Sie müssen auch Ringversuche machen normalerweise, dass Sie Proben kriegen, von denen Sie nicht wissen, ist da jetzt was drinnen oder nicht. Und nur die Diagnostik-Sammelstelle weiß es und Sie müssen zurückmelden, positiv, negativ, schwach positiv, und das läuft ja alles nicht. Ja, Frau Professor Kämmerer, wo wir bei dem Thema sind, das ist schön, dass Sie das gerade angesprochen haben. Können Sie vielleicht nochmal für alle kurz zusammenfassen, wie so ein PCR-Test eigentlich funktioniert? Also was genau wird da eigentlich gemacht? Weil man hört immer dieses Wort PCR-Test. Ich glaube, viele Leute können sich gar nichts darunter vorstellen, was da eigentlich genau passiert und wofür das eigentlich überhaupt da ist. Können Sie das vielleicht irgendwie kurz zusammengefasst erklären? Ja, also ein PCR-Test, das ist der sogenannte Polymerase-Kettenreaktionstest. Da macht man sich zunutze, dass sich die Erbinformation, also die Nukleinsäure, mit speziellen Enzymen vervielfältigen lässt. Das ist das, was die Zelle sowieso macht, wenn sie sich entweder teilt oder eben mRNA, also diese Boten-RNA vervielfältigen muss, um irgendwelche Eiweiße herzustellen. Und dafür gab es ja auch für Herrn Mullis den Nobelpreis. Der hat ein Enzym gefunden, mit dem man immer und immer wieder diese Vervielfältigung machen kann. Und sie isolieren die Nukleinsäure dieses Virus, schreiben die, in dem Fall, das ist ein RNA-Virus, die Coronaviren, müssen die in DNA, also in Desoxyribonukleinsäure, also unsere Erbinformation, umschreiben. Und dann können sie den Prozess starten, indem sie kleine Nukleinsäurestückchen wählen. Das sind die sogenannten Primer, die passend zu der Sequenz sind. Das setzt natürlich dummerweise voraus, dass Sie schon wissen, was Sie suchen. Also das heißt, Sie müssen die Sequenz haben, um diese, das sind meistens so 20 einzelne Nukleotide, lange kleine Teilchen, die im Computer zu kreieren. Und wenn man nicht weiß, was man sucht, dann wählt man ein sehr nahe verwandtes Virus. So ist es jetzt in dem Fall auch gelaufen. Es gibt genügend Beta-Coronaviren und SARS. Und dann hat man gesagt, welche Regionen dieser Viren, aller bisher bekannten Viren, sind sehr ähnlich. Und da sucht man sich dann diese quasi Erkennungsmusterstückchen, zwei Stück, die sind im Abstand voneinander von, ja, zwischen in dem Falle jetzt 80 und 200 Nukleotide. Und da an diese kleinen Stückchen, wenn die jetzt speziell an die erkannte Sequenz binden, da kann dann dieser Vervielfältigungsprozess starten. Und die in den modernen Diagnostiktests verwendete Systematik ist so, Sie haben ein drittes Stückchen, was in der Mitte des zu vervielfältigenden Genabschnittes liegt. Der ist mit einer Fluoreszenzfarbe markiert. Und jedes Mal, wenn Sie diese, sagen wir mal, die SARS-CoV-2-Stückchen vervielfältigen, wird dieses dritte Stückchen wieder abgebaut. Dann gibt es ein Farbsignal, dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Alle drei Stückchen hängen sich an die neue Nukleinsäure dran. Dieses Enzym arbeitet sich wieder drüber hinweg. Das ist wie so ein Reißverschluss, der immer hin und her geht und dabei jedes Mal sich verdoppelt. Und dann gibt es wieder ein Farbsignal und so weiter. Und dieses Farbsignal bei den modernen Geräten wird erkannt. Und je früher Sie gut nachweisbare Farbsignale haben, umso mehr vervielfältigte Nukleinsäurestückchen haben Sie in der Probe drin. Und man sagt, wenn die also nach zum Beispiel 25 solchen Wiederholungen kommt, habe ich sehr, sehr viel Nukleinsäure drin gehabt und sage also, die Probe ist positiv. Und wenn die erst nach 40 Zyklen oder so kommt, dann sage ich, oder das ist falsch negativ, da kann zufällig irgendwas passiert sein. Okay. Also das ist alles, was der Test, wenn er positiv anzeigt, eigentlich an Informationen mitteilt. Richtig. Aber nicht, ob der zeigt mir, wie früh, dann kann ich rückwärts rechnen, wie viel, das wurde ja in diesem Original-Cormann-Paper zum Beispiel gemacht, die dann sagen, also ich kann rein theoretisch mit der ersten PCR, die da publiziert wurde, rein theoretisch 3,9
Moleküle Virus nachweisen. Für mich als Jurist, ich habe zwar früher viel Medizinrecht gemacht, aber ich habe null Ahnung von diesen Dingen. Für mich als Jurist ist entscheidend, dass das alles ist, was dieser Test, wenn er positiv testet, mitteilt, dass es also gerade nicht bedeutet, dass jemand infiziert ist, auch nicht, dass er erst recht nicht, dass er krank ist und schon gar nicht, dass er tot ist, ne? Sie können mit diesem Test nur nachweisen, dass da die zu vervielfältigenden Stückchen des Virus in dem Abstrich des Patienten vorhanden sind, mehr nicht. Sie können damit noch nicht sagen, eben, dass es ein krankmachendes oder überhaupt ansteckendes, vervielfältigbares Virus ist. Das muss man postulieren. Ja, und das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass die Mehrzahl der Bevölkerung, die Mehrzahl auch der Zuhörer und Zuschauer hier zwar beeindruckt sind davon, wie das Ganze technisch in Anführungsstrichen funktioniert, aber ich glaube, dass für die Mehrzahl der Zuhörer und Zuschauer das Ergebnis wichtig ist. Und das Ergebnis lautet für mich, wenn ich das nicht vollkommen falsch verstanden habe, dass die ganzen Positivtests, die jetzt aus den USA als Wasserstandsmeldungen rüberschwappen, in Wahrheit nichts darüber aussagen, ob diese Leute tatsächlich infiziert oder gar krank sind. Das ist richtig. Wenn die wobei mit einer Einschränkung, wenn diese PCR sehr früh anspricht, können Sie schon davon ausgehen, dass diese Leute tatsächlich Viren haben. Das ist einfach eine Problematik, wo man den sogenannten Cut-off setzt. Mhm. Und der ist halt in den Arbeiten meistens nicht definiert. Dieser CQ-CT-Wert, so heißt es, der müsste zwingend mit angegeben werden. Es wird nie bekannt gegeben, mit welcher PCR, unter welchen Bedingungen werden diese positiven Ergebnisse erarbeitet. Und deswegen kann man die absolut nicht bewerten, was daraus gegeben wird. Das ist wie Kaffeesatzlesen. Also mit anderen Worten, es wäre sinnvoll, diese Zahlen danach aufzuschlüsseln, wie schnell der Test zum Beispiel bei bestimmten Personen angesprochen hat. Aber die bloße Information, bei so vielen Personen hat der Test angesprochen, ist im Prinzip wertlos. Ja. Dann gab es doch diese Sache, dass da mal nachkontrolliert wurde, dass zum Beispiel in Vogelsbergkreis, da hat der Amtsarzt, der hat dort 14 Positive dann gezählt im PCR-Test und hat aber, die waren alle gesund, hatten keine Symptome und dann hat er das sicherheitshalber doch nochmal nachtesten lassen. Und was wird denn dann nachgetestet? Die waren dann alle negativ. Wie kann das sein? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass ein zweiter, also PCR-Test verwendet wird. Ursprünglich sollte es ja so sein, dass drei verschiedene Genabschnitte vervielfältigt werden und nur wenn mindestens zwei davon ein deutliches Signal geben, kann man sagen, derjenige ist positiv. Wenn der Test, da gibt es ja jetzt inzwischen x kommerzielle Tests, wenn der eine Test positiv ist, kann trotzdem der zweite Test negativ sein und der dritte Test negativ sein. Und wenn der Amtsarzt jetzt gesagt hat, oh, diesem Test traue ich nicht, ich nehme einfach einen anderen Test, der andere Regionen vervielfältigt und die sind plötzlich alle negativ, dann kann es durchaus heißen, dass halt der erste Test falsch positiv war. Also kann das der Test, der in Deutschland am meisten verwendet wird von der Charité, der wird ja auch gesagt, dass der auch andere vorherige SARS-Viren bei Fledermäusen zum Beispiel, dass er da auch positiv anschlägt. Das heißt, das steht ja in der Originalpublikation sogar drinnen. Ja, und das haben die ja publiziert, dass das so ist. Genau. Und wenn wir jetzt plötzlich im Abwasser in Barcelona positive Tests finden. Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, so ein SARS-Virus, was in Wuhan dann plötzlich aufgetaucht ist, angeblich total neu, das müsste man doch irgendwie dann vergleichen mit alten SARS-Viren. Und kann man das? Dann gibt es denn da eine Übersicht über alle SARS-Viren, die in Europa so rumkreuchen und die dann möglicherweise durch den Test dann positiv gefunden werden? Wie sicher ist denn das, dass man überhaupt das... Oder anders gefragt, die vielen Tests, die es gibt, wenn man die jetzt, werden überall angewendet, messen die alle dieselben Viren oder kann das auch sein, dass die unterschiedliche Viren messen?
Das kann natürlich sein. Wir erfahren ja nicht, was diese Tests alle genau nachweisen. Wir erfahren ja nicht die Sequenzen und man kann das dann ja nicht in den entsprechenden Genbanken überprüfen. Das sind ja kommerzielle Tests überwiegend. Und solange nicht die genauen Sequenzen der verwendeten Primerproben angegeben wird, werden Sie nie eine Chance haben, zu überprüfen, was es ist. Eigentlich müssten Sie ein sogenanntes Panel von allen Viren haben. Keine Ahnung, die Charité müsste das eigentlich haben. Und die Tests über alle vorhandenen Viren laufen lassen, also über alle vorhandenen nahe verwandten Coronaviren, egal ob jetzt Fledermaus oder Mensch oder Schwein oder Rind oder Kamel oder Katze. Und dann schauen, welcher Test erkennt nur ganz spezifisch SARS-CoV-2 und die anderen nicht. Also das ist natürlich riesen viel Arbeit, aber das wäre eigentlich zwingend nötig, um so einen Test zu validieren. Also eine Publikation, die das gemacht hat, ist mir bisher noch nicht bekannt. Aber dieses SARS-CoV-2-Virus, das ist ja durchsequenziert. Das wissen, das kennen wir in allen 30.000. Ja, da gibt es viele Sequenzen, ja. Ja, das sind, weiß nicht, um die 30.000 oder so, nicht? Sind das, oder noch mehr? Das soll ja alles. Ich habe jetzt den Überblick verloren, ja. Aber das waren, am Anfang war es eine aus Wuhan und eine aus Frankfurt und danach ist es ja explodiert, weil heutzutage die Sequenzierung ja kein Problem mehr darstellt. Und die ändern sich ja auch dauernd, nicht? Das heißt, dass wenn wir sagen, wir messen jetzt, wir suchen ein Virus, das ist ja das SARS-CoV-2-Virus, das suchen wir, das ist die Gefahr, das wird uns immer so gesagt. Aber in Wirklichkeit suchen wir mit einem PCR-Test und finden alle möglichen unterschiedlichen Viren, von denen wir aber gar nicht wissen, ob sie genauso wirken wie das andere. Also wir können die krankmachende Wirkung damit ja gar nicht abschätzen. Ist das so? Ja gut, das ist ein RNA-Virus und RNA-Viren mutieren unglaublich schnell. Das heißt also, sie werden, wenn sie jetzt in der ganzen Welt sequenzieren, werden sie unglaublich viele Varianten dieses Virus finden. Das liegt ganz normal in der Sache der RNA-Viren, dass sie da praktisch nie exakt dieselbe Sequenz finden werden, die jetzt in Wuhan ist, die jetzt in New York ist, die jetzt in Rio de Janeiro ist und die jetzt in Melbourne ist zum Beispiel. Das ist praktisch ausgeschlossen, außer einer reist von A nach B nach C und verteilt überall genau exakt sein gleiches Virus. Damit ich das richtig verstanden habe, diese Tests, die es zurzeit gibt, diese ganzen verschiedenen Tests, die auf unterschiedliche Sequenzen von unterschiedlichen Viren möglicherweise anspringen. Also ich kann mich hinsetzen, einen Test machen, der fällt negativ aus, dann den nächsten Test nehmen, der fällt auch negativ aus, dann den nächsten Test nehmen und der fällt positiv aus. Und dann kann ich sagen, ich habe hier SARS-CoV-2, SARS-CoV-19, irgendein SARS-CoV-Coronavirus nachgewiesen. Also rein theoretisch können Sie, genau, wenn Sie 100 Tests mit 100 verschiedenen Nachweissystemen machen, kann es sein, dass 50 negativ sind, 30 sind positiv und 20 kann man nicht beurteilen. Letztendlich, was es dann ist, dazu müssten Sie eigentlich zwingend immer das, was Sie da vervielfältigt haben, sequenzieren, um dann sagen zu können, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe. Also als Kliniker, als jemand, der sich immer um Menschen kümmert und so Krankheiten sieht, ist das natürlich eine völlig andere Welt. Das ist eine molekulare Welt. Da findet man Molekülketten und findet da Informationen, Zellinformationen. Und das hat ja mit dem, was das Infektionsschutzgesetz regelt, nämlich Krankheit und Ansteckung, also Infektionen von einem Menschen auf den anderen übertragen, das kann man ja gar nicht direkt anwenden. Ist das so? Ja, nee, dazu müssten Sie tatsächlich ja irgendeinen aktiven Virusnachweis mal haben. Aber wie kommt es eigentlich, dass der Virus nie isoliert worden ist und dann auch entsprechend das abgeglichen ist, sodass man eine Art von Goldstandard oder wie man das sehen möchte, hätte? Weil es ist doch eigentlich merkwürdig. Wir haben ganz viele infizierte Personen gehabt, Erkrankte, Verstorbene. Ist denn nicht möglich, aus dem Gewebematerial dieser Personen, aus dem Thrombus, was gestern die Frau Professor Gatti angesprochen hat, mal diesen Virus rauszuziehen, zu säubern, was weiß ich, dass das nicht verunreinigt ist mit irgendwelchen anderen Dingen und dass dann man das mal hinterlegt. Ich meine, es sind ja jetzt viele Monate vergangen und ich habe Verständnis, dass man das jetzt ganz am Anfang vielleicht nicht tun konnte. Aber dann sind ja die ganzen Fälle bei uns aufgetreten und von den 9.000 Leuten, die jetzt zumindest im Zusammenhang mit Corona oder testpositiv verstorben sind, da hätte man doch mal so eine Untersuchung machen können.
Man kann natürlich eine Virusisolation machen, so wird es ja bei Influenza und anderen Viren auch gemacht. Die müssten dann halt eine Lavage oder müssten eine sehr viele Abstriche machen, die auf Zellkultur geben und dann vervielfältigen. Also das ist nicht ganz einfach, aber es geht und es ist ja auch mit SARS-CoV-2 in verschiedenen Labors inzwischen publiziert gemacht worden. Also die Chinesen haben natürlich mehr Vorlauf. Ja, also es gibt schon etliche auch Publikationen inzwischen, wo in verschiedenen Orten Viren auf entsprechenden Zellkulturen isoliert und dann auch sequenziert wurden. Also das Virus als solches ist tatsächlich existent und vervielfältigbar bei Leuten, die dann halt auch wirklich eine sehr hohe Viruslast haben. Das Problem ist aber, die müssen sie ja erstmal erwischen, diese Leute, die so viel Viren haben, dass sie die da draus isolieren können. Coronaviren sind ja diese bekannten Stachelbälle, die wir inzwischen alle kennen. Und, und das ist für alle Coronaviren, gibt es bestimmte Strukturen, die sind für alle gleich. Und es gibt also diese Kreuzimmunität. Das bedeutet doch, wenn man das einfach darstellen will, dass jeder Stachelball, egal ob das ein neuer oder ein alter ist, von unserem Immunsystem als solcher erkannt wird und abgewehrt wird. Egal, ob der jetzt aus Wuhan kommt oder ob das einer ist, den es schon 20 Jahre oder 100 Jahre gibt. Ist das richtig? Sofern die sich nicht ganz extrem unterscheiden, ja, weil und Andockstellen, also diese Stacheln, wie sie es nennen, die können nicht zu stark mutieren, weil die nämlich auf ja wieder zu ihren Andockstellen an den Zellen passen müssen. Ja. Und wenn die Viren nun mal über den ACE2-Rezeptor, andere gehen auch über andere Rezeptoren rein, in die Zelle gehen müssen, um sich überhaupt zu vermehren, weil ein Virus als solches lebt ja nicht. Es muss ja zwingend in eine lebende Zelle, um überhaupt sich vermehren zu können. Mhm. Und wenn das nun mal spezialisiert ist, das über einen, eben jetzt in dem Fall ACE2-Rezeptor und nur über den oder vielleicht noch über den DC-Sign in die Zellen zu kommen, kann es die Andockstelle nicht wesentlich mutieren, weil es sonst nicht mehr in die Zelle reinkommt und dann einfach von der Bildfläche verschwindet. Insofern haben fast alle diese humanpathogenen Coronaviren, die haben ja den ACE2-Rezeptor als Zielsequenz, haben dieselbe Struktur obendrauf und würden auch die sehr, sehr ähnliche zumindest Antikörperantworten auslösen. Ja. Also die müssen auch noch die dürfen nicht nur so aussehen, solche Kugeln, sondern die müssen auch den passenden Schlüssel für unsere Zellen haben, nicht, damit sie da reinkommen. Richtig. Ja. Genau, das ist dieses Spike-Protein, also dieses Stachelchen. Weil das ist ja quasi der Schlüssel, der dann an die Zelle andockt. Und wenn der Schlüssel plötzlich stumpf geworden ist oder abgebrochen ist, weil da eine Mutation war, dann kommen diese Viren gar nicht mehr in die Zellen rein und dann ist für die in der Evolution Ende. Dann verschwinden die einfach. Und nur die weiterhin passen, können sich auch wieder vermehren. Ja, diese Coronaviren unterscheiden sich durch die Schlüssel, die sie benutzen. Ja gut, es gibt ja eine ganze Aufteilung, welche Rezeptoren welche Andockstellen die auf den Zellen verwenden. Und soweit ich jetzt in den Publikationen gesehen habe, verwenden die Humanpathogenen, waren Sie mal hier, ich habe da eine Arbeit nämlich von gesehen, SARS-CoV und verschiedene andere verwenden den ACE2, der MERS einen anderen Rezeptor. Also letztendlich, wenn die es nicht schaffen, sich auf eine andere Andockstelle auf der Zelle zu spezialisieren, kommen sie nicht mehr rein. Mhm. Und deswegen ist diese Andockstelle meistens extrem konserviert, also bleibt sehr lange erhalten. Wir hatten doch in der Vergangenheit schon diese vier herkömmlichen Corona-Tests, die auch in der Pädiatrie und in der Medizin benutzt wurden, wo man Coronaviren nachweisen konnte, vier verschiedene Typen. Und ist von denen auch einer dabei, der denselben Schlüssel hat, der denselben Rezeptor benutzt? Also den ACE2 zum Beispiel, das NL63, das müsste eins sein. Ah ja. Das verwendet den genauso, ja. Mhm. Ja. Wir haben ja da ein wunderbares Team im Robert-Koch-Institut. Die sind ja wirklich super und die beobachten das seit vielen Jahren schon. Und die beobachten das nicht einfach so mal ab und zu hier mal und gucken da mal nach, sondern die haben richtig sich ein Sentinel eingerichtet. Das heißt, sie haben sich ein richtiges System eingerichtet mit mehreren hundert Praxen in ganz Deutschland.
Und die melden, und das kann man, das ist hier das Bild, was das abbildet, vom Robert-Koch-Institut, die Originalgrafik, das ist eine ziemlich aktuelle. Sie müssen erklären, damit bis zu 28. Frau Professor Kämmerer weiß, wo, von welchem Bild wir gerade sprechen. Sie weiß das. Ja? Ja, ja. Ich weiß das, ja. Das steht auch immer in den sehr schönen, das Robert-Koch-Institut, muss man sagen, die normalen Mitarbeiter arbeiten hervorragend. Ja, die machen ganz tolle Berichte, sowohl vom Influencer-Netz als auch über Corona. Man muss die bloß lesen. Da steht alles exakt und sehr gut dokumentiert drinnen. Mhm. Dabei muss man wissen, dass eben nur eine kleine Zahl von Viren beobachtet wird. Und da war Corona bisher nicht dabei. Mhm. Was beobachtet wird, das sind zum Beispiel hier diese grauen Säulen, die man sehen kann. Das sind die Fälle von akuten Atemwegserkrankungen, die in den Praxen in diesen über mehrere hundert Sentinel-Praxen aufschlagen. Mhm. Und da sieht man, wie das über das Jahr in der Wintersaison, wie das da mehr wird. Ja. Und dann sieht man plötzlich im Sommer, wenn jetzt in dieser Zeit ist eigentlich ganz wenig, jetzt fängt es aber langsam ein bisschen an, die sogenannte Sommergrippe. Ja. Kennen wir alle den Begriff. Ja. Da kriegt man auch eine Erkältung, kriegt man auch Schnupfen, auch Halsschmerzen. Das sind aber typische Viren und das kann man hier sehen. Das ist dieser blaue Strich, der plötzlich ganz steil hochgeht. Das explodiert geradezu. Ja. Überall sind wir verseucht mit Viren, jetzt im Sommer. Ja. Und wir kriegen jetzt Schnupfen. Ja. Und das hat mit Corona nichts zu tun. Ist das so? Das sind Rhinoviren. Die sind jedes Jahr da. Das ist die Sommergrippe. Ist das so, Frau Professor Kämmerer? Ja, wenn Sie unten schauen, da ist ja ein Blatt, wo das aus den Publikationen das ist. Und da gibt es eine Publikation von Olofsson, die ist von 2011. Und da ist sozusagen der Jahreszyklus der respiratorischen Viren aufgezeichnet. Ja. Ja? Und da sehen Sie eben, dass Picornaviren, da gehören die Schnupfenviren dazu, da gehört auch das Poliovirus dazu und andere, dass sie das ganze Jahr überkommen. Die haben zwar laut denen hier einen Schwerpunkt im Februar und im September, aber die kommen jetzt schon wieder ordentlich. Ja. Ja. Ja, und dasselbe ist die Adenoviren, die Sommergrippe machen. Die haben jetzt eigentlich ihren Höhepunkt. Das heißt, wenn Sie jetzt in den Leuten, die jetzt Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben, nachweisen, haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, Rhino- und Adenoviren zu finden als Coronaviren. Die werden aber jetzt dafür sind die Coronaviren jetzt auf der Südhalbkugel, weil die jetzt Winter haben. Das ist auch zwingend. Ja. Die werden jetzt natürlich nicht untersucht. Und dabei muss man wissen, dass immer das untersucht wird, wo man dann auch, wo das, was auch Konsequenzen hat, wo man, was man braucht. Man sammelt ja nicht irgendwelches Wissen an im Robert-Koch-Institut, sondern man versucht, das zu untersuchen, was auch eine Relevanz hat für die Krankheitsverhütung. Und da hat es bisher eben, das war hier an diesen Sentinel-Praxen so schön zu sehen, da hat es bis jetzt eben den Schwerpunkt gegeben auf Influenza. Das ist diese rote Linie, die im Winter ganz stark ist. Also mit anderen Worten, wenn wir jetzt das, was Sie eben als Sommergrippe beschrieben, oder Sie haben das gemacht, Herr Wodak, als Sommergrippe beschrieben haben, wenn wir jetzt also wieder einen Anstieg der Erkältungskrankheiten haben, dann ist das völlig normal und hat nicht notwendigerweise was mit dieser berüchtigten zweiten Welle zu tun, richtig? Ja, die zweite, also Coronaviren kommen erst im Herbst wieder. Da kommen sie aber wieder. Ja. Ab Dezember sowas. Ja. Also meine Frage an alle die von einer zweiten Welle sprechen, ist, wann hat es sowas schon mal gegeben? Woher wisst ihr, dass eine zweite Welle kommt? Welche Evidenz habt ihr, dass es überhaupt zwei Wellen geben kann? Weshalb sprecht ihr mit Selbstverständlichkeit davon, es wird eine zweite Welle geben? Wer hat euch das erzählt? Wo ist die Literatur? Wo sieht man das? Nirgends. Das ist auch unsere juristische Frage, weil wenn jetzt mit der Beschwörung einer zweiten Welle, aus meiner Sicht muss ich jetzt wirklich langsam sagen, krampfhaft versucht wird, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten, dann muss es dafür Evidenz geben. Das ist auch meine Frage als Jurist, hat es sowas schon mal gegeben oder ist es hier einfach nur die ganz normale Sommergrippe? Es gibt die zweite Welle nicht. Es gibt keine zweite Corona-Welle, sondern es gibt immer jedes Jahr eine Welle, wo die Coronaviren häufiger sind. Alle Beobachtungen, alle Evidenz, die wir haben, zeigt das. Mhm. Und wenn jetzt einer von einer zweiten Welle, zusätzlichen Welle spricht, dann ist es keine Welle, die kommt, sondern dann muss es eine sein, die jemand macht. Man kann ja Wellen auch machen. Und
Das ist aber, glaube ich, nicht so einfach. Das ist aber, glaube ich, nicht so einfach. Das muss man ja belegen können. Das muss ja feststellbar sein. Und wir haben eben gelernt, dass die PCR-Tests jedenfalls überhaupt gar keine Aussagekraft haben. Die Antikörpertests schon mehr. Aber wir finden ja im Moment nichts, wenn ich das richtig sehe, was ich hier sogar in den Mainstream-Medien, von denen ich mich überhaupt nicht mehr informiert fühle, nachlesen kann. Wir finden ja nichts. Und deswegen frage ich mich schon lange, warum wird hier von einer zweiten Welle geredet? Gibt es dafür, also Sie als Immunologin wissen das vielleicht, gibt es dafür tatsächlich Erkenntnisse? Hat es das schon mal gegeben? Sagen wir es so, Sie werden, wenn Sie jetzt diese Tests hochfahren, und das Motto ist ja das Mantra testen, 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 werden Sie zwingend ab dem Herbst wieder, also der jetzige Virustyp ist ja noch nicht durch. Ja. Der kommt, wie gesagt, im Herbst, Winter kommt der wieder. Ja. Und wenn Sie natürlich die Testzahl jetzt hochtreiben, bis Sie dann im Dezember auf in der Woche 1 Million Tests oder so sind, werden Sie wieder mehrere Leute finden, weil einfach die Viren dann im normalen Jahreslauf, das ist ja keine zweite Welle, es gibt eine dritte, vierte, fünfte, es gibt die 100. Welle, weil die halt jedes Jahr in dieser ständig kommenden und gehenden Welle sich verhalten. Ja, also das heißt, wenn Sie jetzt irgendeine Masernimpfung oder so erfolgreich haben, dann sind Sie ja üblicherweise, wenn Sie nicht ein riesiges Problem blieben, den Rest Ihres Lebens gegen eine Infektion mit dem Virus geschützt. Ja, aber was natürlich das Problem ist, das Immunsystem ist ja von der Evolution her auf den Kampf mit Krankheitserregern ausgelegt. Wir haben eh schon das Problem, dass wir ja, also Gott sei Dank, keiner will Würmer und sowas haben, sehr sauber leben und sehr viel Autoimmunitäten haben. Und wenn Sie das jetzt noch mehr runterfahren, dann langweilt sich das Immunsystem irgendwann und wird noch autoaggressiver. Also würde ich jetzt als Gefahr sehen. Ja, die Frage, ganz einfach formuliert, ist, wenn wir dauerhaft voneinander auf Abstand leben und isoliert voneinander leben, dann scheint sich mir aus meiner unmedizinischen Sicht die aufzudrängen, dass das dann auch zu weniger Erwerb von Immunitäten führt und damit dann automatisch zu höherer Krankheitsanfälligkeit. Oder ist das zu simpel gedacht? Wenn dann irgendwas kommt, was wirklich durchschlägt, ja. Mhm. Weil wenn sie nicht ständig laufen und müssen plötzlich rennen, dann haut sie es auch schneller aus dem Latschen. Ja. So, hallo, da sind wir wieder. Wir hatten ja gerade das sehr aufschlussreiche Gespräch mit der Frau Professor Kämmerer. Das war wirklich ganz hochinteressant und wir wollen jetzt noch mal eine kleine Nachlese machen, noch weitere Aspekte, die vielleicht da noch nicht ganz zum Tragen gekommen sind. Geht noch mal auch um die Frage, wo oder welche Personengruppen jetzt bislang getestet worden sind und auch wie das Verhältnis ist von Testungen zu den Ergebnissen oder den Anzahlen an Fällen. Und da hat der Herr Dr. Budak auch noch eine kleine Übersicht oder eine Zusammenfassung für uns. Ich möchte ein bisschen was sagen zur Bewertung. Es geht ja um die Bewertung der Situation. Wir haben ja eine Notstandssituation. Wir haben Sondergesetze. Der Bundestag arbeitet anders als sonst. Es sind Ermächtigungen ausgesprochen, dass der Gesundheitsminister Sachen machen darf, die sonst bei den Ländern und den Gesundheitsämtern entschieden werden. Das heißt, da ist eine unheimliche, hat auch eine Machtverschiebung stattgefunden, weil es eine Notlage ist, eine besondere Situation, so heißt es. Und dann ist es ja wichtig, woran erkennt man denn so eine Notlage? Und denke, dass man da das, was wir eben gehört haben, heute Vormittag gehört haben, dass es sehr wichtig dafür ist, das zu beurteilen, woran erkennt man eine Notlage. Eine Notlage hätte man eigentlich ja dann, und so war auch immer bisher die Definition einer Pandemie, bis sie dann von der WHO im Rahmen der Schweinegrippe damals verändert wurde. Es ist ein Katastrophenfall. Das heißt, dass das, was wir normalerweise erleben, wie wir mit Krankheiten umgehen, wir haben Arztpraxen, wir haben Krankenhäuser, dass das plötzlich alles voll ist und nicht mehr ausreicht, dass da Not entsteht. Und solche Katastrophenlage, dafür gibt es das Infektionsschutzgesetz, dafür gibt es die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen, dass man das rechtzeitig erkennt und damit präventiv dann Schaden vermeiden kann. Was wir erlebt haben mit Wuhan und mit Italien und was wir gestern besprochen haben, diese Dinge, das ist ja so, dass wir das erlebt haben in Deutschland, ohne das selber zu merken. Wenn ich die Leute frage, die Nachbarn frage, kennst du jemanden, der in Not war oder der keinen Platz im Krankenhaus gekriegt hat? Das war ja schon gleich zu Anfang und es war eigentlich durchgehend so,
dass man so richtig Veränderungen zu den vorigen Grippesaison eigentlich nicht gespürt hat. Wir haben gelesen darüber, das ist da, wir haben uns in Bilder gezeigt worden, ja. Aber dann hieß es auch wieder aus den Krankenhäusern, nö, die Betten stehen leer und wir haben die Leute machen Kurzarbeit in den Krankenhäusern. Und das heißt also, wie kann man das denn nun, wie kann man das messen? Und das, was wir heute Morgen gehört haben, das heißt, dass wir dieses Instrument, was uns praktisch die Seuche vor Augen führt, das ist ja ein Test, der benutzt wird von Anfang an, der von Februar an schon benutzt wurde und dann überall immer mehr benutzt wurde. Und es hieß immer, wir müssen mehr testen, damit wir wissen, was los ist. Wir müssen noch viel mehr Tests machen, am besten die ganze Bevölkerung testen, dann wissen wir, was los ist. Und da haben wir heute gehört, was der Test sagt. Der Test sagt, dass er Moleküle findet, die es möglicherweise auch schon so ähnlich früher gegeben hat, dass er Moleküle findet, die man im Januar mal gefunden hat damit, ob die immer noch relevant sind und immer noch die Teile sind, die wichtig sind von den Erregern, die demnächst kommen oder die jetzt in New York sind oder die, das wissen wir nicht genau, weil auch die Tests in da und da entwickelt werden und weil wir unterschiedliche Tests haben, die gar nicht mehr genau das Gleiche messen, weil sie Inhouse-Tests sind, weil sie hier gemacht worden sind, da gemacht worden sind, hier angewendet. Es wird also überall gemessen und es wird was gefunden. Aber ob das eine Bedeutung hat für die Abschätzung einer Seuchen, einer Notlage, einer pandemischen Notlage, das können wir, glaube ich, mit Recht jetzt bezweifeln, nach dem, was wir heute Morgen gehört haben. Denn wir haben gehört, dass es dadurch, dass ein Test positiv ist, das nicht bewiesen ist, dass es eine Infektion ist. Ich habe gesagt, eben wenn ich in der Arztpraxis messe, hier habe ich mal so ein Beispiel konstruiert, wenn das 100.000 Einwohner sind und die kommen alle mal dran in dieser Saison. Die haben ungefähr, bin hier davon ausgegangen, dass circa von den 100.000 30.000 ohne Symptome sind. Da wissen wir nicht, ob die Virusträger sind, aber wahrscheinlich haben die haben wahrscheinlich auch Kontakt gehabt. Jeder geht zur Arbeit, zur Schule. Also viele von denen, die keine Symptome haben, haben trotzdem Kontakt mit den Viren gehabt. Und da ist ja die Frage jetzt, sind die ansteckend oder nicht? Und da hat die WHO jetzt zum Glück beantwortet, die sind nicht ansteckend. Denn die Ansteckungsfähigkeit entsteht dadurch, dass sich die Viren vermehren. Nur dadurch, dass ich die Viren habe irgendwo, wenn die sich nicht vermehren können, dann kann ich auch nicht andere Menschen anstecken. Dann kann ich die nicht vermehrt jetzt weitergeben an andere. Das heißt, wenn die sich vermehren, dann habe ich aber eine Entzündung. Und dann habe ich Symptome. Und das merke ich. Wenn ich also erkältet bin, wenn ich meine Nase läuft und wenn ich Halsschmerzen kriege, dann habe ich eine Infektion, dann kann ich die Viren, dann kommen die, dann gehen Zellen kaputt, aus den Zellen kommen die Viren raus und ich kann sie weitergeben. Also eine Infektion ist ansteckend. Aber danach eine PCR, ein positiver PCR-Test ist nicht ansteckend, wenn keine Symptome da sind. Weil wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, dieser Test, wenn er positiv testet, eben nur der Beleg dafür ist, dass ein bestimmtes Molekül gefunden worden ist, aber nicht dafür, dass jemand infiziert ist. Ist das richtig? Das Trümmerstückchen oder das Stückchen von der Virus-RNA gefunden worden, was dieser Test findet und vermehrt. Das heißt, das ist die Frage. War das richtig vorhin? So habe ich es mitgenommen. Das bedeutet nicht, dass jemand infiziert ist, weil das ist doch das, was in der Öffentlichkeit immer berichtet wird. Infektionen hier und da und dort, neuer Herd. Und in Wahrheit wird nur ein bestimmtes Molekül gefunden, das nichts notwendigerweise mit einer Infektion zu tun hat. Ist das so? Ja, der eine Infektion merkt, das ist der Betroffene. Der merkt es eher, als jeder Test es merkt. Der merkt es auch eher als ein Immuntest. Wenn ich infiziert bin, bin ich der Erste, der es merkt. Kein anderer, kein Test, kein Arzt. Bei mir läuft die Nase, bei mir tut der Hals weh. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man den Menschen sagt, wenn ihr nicht andere anstecken wollt, dann, wenn ihr merkt, ihr habt was eingefangen, bei euch geht was los, dann bleibt zu Hause. Dann geht nicht zur Großmutter, die schon schwach ist. Okay. Das ist vernünftig. Da muss man viel großzügiger umgehen. Leute, die erkältet sind, die sollen sich fernhalten von anderen Menschen. Das können wir lernen dabei. Das hat mit Corona nichts zu tun. Das hat mit allen Viren was zu tun. Es sei denn, man sagt, ja los, steckt euch mal an, dann seid ihr alle immun hinterher. Das kann man auch. Da gibt es einen Streit.
Und das ist schwierig, so einfach zu generalisieren und zu verallgemeinern, weil da einige Leute dann eben Viren einfangen, die sich lieber, die vorsichtig sein müssen. Ne? Das heißt sogar nicht nur, dass dieser Test, wenn ich jetzt positiv getestet werde, nicht bedeutet, dass ich andere Leute anstecken kann, quasi, weil ich unerkannt krank bin, als Überträger durch die Welt laufe, sondern es ist tatsächlich auch so, dass wenn ich keine Symptome habe, dass ich dann eigentlich nicht dazu geeignet bin, Menschen zu infizieren. Wenn ich eine Magen-Darm-Infektion habe, kriege ich Durchfall. Wenn ich eine Atemwegserkrankung habe, habe ich Halsschmerzen, Nase läuft oder meine Schleimhäute in den Ohren. Die reagieren, das merke ich. Und dann kann ich anstecken. Wenn ich das ist ja eine zentrale Frage, weil uns wird doch jetzt gerade immer suggeriert, dass die große Gefahr darin besteht, dass es alles unsichtbar und nicht erkennbar, außer natürlich durch einen PCR-Test. Von dem wissen wir jetzt, der taugt gar nichts. Aber heißt das denn umgekehrt, Herr Wodak, dass wenn ich keine Symptome habe, kann ich auch nicht ansteckend sein? Richtig. Heißt das das? Ja, das heißt es. Ja. Wenn ich keine Infektion habe, keine Symptome habe, dass der Körper, mein Körper nicht darauf reagiert, dann vermehre ich keine Viren, dann kann ich sie auch nicht weitergeben. Ha. Das ist eine ganz eindeutige Sache. Also auch nicht während Inkubationszeit irgendwie... Was die Inkubationszeit ist, die Zeit, wo man den Kontakt mit dem Virus das erste Mal hatte, bis man was merkt. Ja. Und das ist bei den Viren sehr schnell, die ist sehr kurz. Mhm. Also das nicht 14 Tage, sondern nein, schnell. Das kann ein, zwei Tage sein. Ah. Und das heißt, einige Leute sind da empfindlich, die merken das erst nicht, die sind ein bisschen indolent. Ja. Die merken das erst, wenn sie Fieber kriegen, vorher nicht. Und das ist sehr unterschiedlich. Deshalb, die Inkubationszeit ist was Individuelles. Mhm. Hat was mit dem zu tun, wie sensibel beobachte ich mich, nehme ich das ernst, was bei mir passiert im Körper. Und wenn wir jetzt das alles auf die Messinstrumente, das heißt auf einen Test schicken, dann müssen wir wissen, der PCR-Test, der reagiert schon vor der Infektion. Der würde schon, der hat mir einer ein Virus rübergeschmissen, das liegt bei mir irgendwo im Mund auf der Zunge. Ich habe da noch nichts gemerkt, bin nicht krank, ich habe gar nichts. Aber das wird gleich durch einen Wattetupfer abgegriffen. Das könnte sein, dass das dann schon positiv ist. Der kann ja auch auf den Türdrücker husten und dann macht man mit dem Wattetupfer, dann hat man auch. Der Türdrücker ist nicht infiziert. Das war nämlich auch für mich die wichtige Frage, die sich aus diesem, da gab es ja dieses Interview mit dem tansanischen Präsidenten, der offenbar Chemiker ist und irgendwie einen Doktorgrad an irgendeiner englischen Universität erlangt hat. Der hat ja offenbar Papayas und Ähnliches testen lassen und hat da überall, was weiß ich, gefunden. Jedenfalls wurden die positiv getestet, bis auf Motoröl. Das passt ja eigentlich zu dem, was wir heute Morgen gelernt haben. Das bedeutet also nur, dass es dieses Molekül gibt, aber eben nicht, dass jemand infiziert ist. Es kann auch für eine gewisse Zeit ein ganzes RNA-Virus sein. Ja. Coronavirus. Ja. Ich habe gehustet auf den Türdrücker oder in die Hand und fasse ihn an, dann sind da Viren. Für eine ganz kurze Zeit sind die da. Ja. Ob man sich damit infizieren kann, ist eine zweite Frage. Aber es ist bisher hier in Deutschland, wenn ich das richtig verstehe, auch vom RKI nicht genau nach dem Ding, was jetzt offenbar so die Panik verbreiten soll, nicht gesucht worden. Nee, das nicht. Nein, überhaupt nicht, nein. Was ist denn der Grund dafür, dass jetzt plötzlich das so ein Superstar geworden ist? Warum ist das plötzlich so in den Vordergrund getreten? Denn was ich eben vernommen habe, heißt für mich, es kann genauso schon seit Jahren gewesen sein, wie es jetzt ist. Dass also auch in den damaligen Grippewellen, so habe ich das jedenfalls verstanden, auch in den damaligen Grippewellen genau dieser Virus, nicht nur irgendein Coronavirus, sondern sogar dieser hier, wenn er nicht sowieso ständig mutiert, enthalten gewesen sein. Der Grund liegt darin, dass sich Spezialisten systematisch überschätzen. Mhm. Wenn man einen Spezialisten fragt, einen Virologen fragt, der sieht alles aus der virologischen Sicht. Mhm. Das haben die Virologen getan bei der Vogelgrippe, haben sich total geirrt. Weil sie sagten, da ist was Neues und sind ganz begeistert und suchen das überall und dann finden sie natürlich auch was. Ja. Das haben sie bei der Schweinegrippe gemacht. Oh, da ist ganz was Neues. Und das machen sie jetzt wieder. Aber warum kommt das, wenn da sozusagen aus dem Keller des Virologen, ich sage es jetzt mal ein bisschen bösartig, bis dahin kaum vom Tageslicht, also vom richtigen Leben gesehen hat, da kommt die Erkenntnis, uiuiui, wir haben hier aber hier einen besonders special strain of the virus gefunden. Wieso läuft das dann so weit durch, dass
Mediziner sagen, oh, höchste Gefahr, Masken aufsetzen, und dass ja. Politiker sagen, ach du Schande, wir müssen jetzt sofort alles dicht machen. Da muss ich jetzt mal umschalten, da muss ich jetzt mal als jemand, der sich um Interessenkonflikte in der Medizin gekümmert hat, ja. da was dazu sagen. Denn es ist natürlich so, was ich untersuche, das habe ich bestimmte Motive, etwas zu untersuchen. Mhm. Andere Sachen untersuche ich nicht. Weshalb wird zum Beispiel nach allen Influenza-Typen regelmäßig gesucht? Ja. Weil Leute Impfstoff verkaufen können. Ja. Und können. Das leuchtet mir ein. Das ist ein Markt. Mhm. Und das ist ja ein guter Markt, habe ich, glaube ich, neulich schon mal gesagt, weil das, man kann erst hinterher immer sagen, ob der wirksam ist oder nicht. Mhm. Sodass man jedes Jahr wieder neu verkaufen kann und sagen, der wird wirken. Und hinterher weiß man, hat doch nichts gebracht. Vorher kann man das gar nicht wissen. Also was das angeht, also unterm Strich heißt das denn dann, erstens, diese PCR-Tests sagen sozusagen nichts aus, außer dass wenn irgendwo das Molekül gefunden worden ist, dass das möglicherweise ein Risiko beinhaltet. Aber es sagt nichts über das unmittelbare gesundheitliche Risiko aus. Es sagt nichts darüber aus, ob jemand wirklich infiziert ist. Aber das wird uns doch die ganze Zeit erzählt. Ja. Warum? Das ist falsch. Uns wird Angst gemacht. Panikpapier nochmal eingehen. Das ist ja das, was mit den Interessen, das hat mit Krankheit nichts zu tun, es gibt Interessen. Mhm. Und die haben bei der Schweinegrippe dafür gesorgt, dass wir alle Angst hatten. Mhm. Die haben bei der Vogelgrippe dafür gesorgt, dass wir Angst hatten. 30 Millionen Tote. Ja, die hat es nicht gegeben. WHO hat es gesagt. Ja. Mhm. Wir haben weltweit noch nicht mal 1000 Fälle jetzt von Vogelgrippe. Mhm. Und die Schweinegrippe, da war es genau das Gleiche. Und jetzt sagt wieder die WHO, Pandemie. Mhm. Und stellt überhaupt nicht in Frage die Definition. Ja. Sagt es einfach. Ja, aber auch sonst tut es niemand. Ja. Als würde das von oben diktiert werden. Das ist für mich unbegreiflich. Hat denn damals im Rahmen der Schweinegrippe, nicht wenigstens im Nachhinein, da gab es doch Anhörungen im Europarat, ne, wenn ich mich recht entsinne, hat denn da niemand jemals gefragt, wieso ist das zu einer Pandemie gemacht worden? Warum hat man die Definition geändert? Natürlich, das hat der Untersuchungsausschuss natürlich gemacht. Und was kamen da für Antworten? Ja, die WHO hat das als pragmatischen Gründen gesagt, dass man ja vorsichtig sein muss. Die haben sich rumgedrückt. Ja, aber das bedeutet doch, dass man jederzeit bei jeder Grippewelle eine Pandemie ausrufen könnte. Ja, könnte man auch. Und wir müssen damit rechnen, wenn ich das sehe, wie die Virologen da jetzt uns ankündigen, die nächste Welle. Und wenn ich sehe, womit sich Virologen in aller Welt beschäftigen, ein Zentrum in Holland beschäftigt sich jetzt mit Metapneumoviren. Ich sehe schon, im nächsten Jahr oder in 2 Jahren kriegen wir die Horrorshow mit Metapneumoviren. Das können die jederzeit inszenieren. Die brauchen nur anfangen zu messen. Also mit anderen Worten, allein die Überschrift Pandemie reicht aus, damit alle Leute mitspielen. Aber es muss doch unter den Medizinern eine Menge geben, auch gerade bei den Praktikern, muss es doch eine Menge Leute geben, die viel genauer beurteilen können, wie gefährlich ist das, mit dem wir es jetzt gerade zu tun haben. Weil die müssten doch dann ganz viele Leute haben, die sie ins Krankenhaus schicken müssen, die müssen ganz viele tote Patienten haben. Ist doch jetzt auch so. Ich kriege so viele E-Mails und so viel Echo von den niedergelassenen Ärzten. Die sehen das alle, da kommt doch nichts, da passiert doch gar nichts. Warum sagen die nichts? Die sagen es doch, die Sentinel-Praxen melden das dem Robert-Koch-Institut. Aha. Das, was wir hören, ist ja nicht, wir hören ja nichts von den Ärzten, wir hören was aus den Medien. Mhm. Wo sind die kritischen Medien denn, die mal nachfragen? Wo sind die Juristen, die mal nachfragen? Wo sind die alle? Wo sind die Juristen, die darüber mitzuentscheiden haben, ob eine bestimmte politische Linie gerechtfertigt ist oder nicht? Also wir haben Instrumente, normalerweise haben wir ganz viele kluge Menschen in Deutschland. Ja, und wo die sind die? Wir haben die klugen Ärzte, die uns davor geschützt haben, diese gefährliche Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe dann zu kriegen. Wir haben nur 4 Millionen Menschen, die sich haben impfen lassen. Mhm. Und Deutschland hatte 50 Millionen Impfstoffdosen bestellt. Mhm. Zum Glück sind die Ärzte so vernünftig gewesen, dass sie gesagt haben, Quatsch, mach ich nicht mit. Ja. Ich empfehle das meinen Patienten nicht. Und ich kann auch nur jetzt sagen, bei dem, was wir jetzt haben, wenn wir dagegen geimpft werden sollen mit einem Impfstoff, der innerhalb kürzester Zeit entwickelt ist, wir sind verrückt, die das mitmachen. Kein Arzt, der verantwortungsbewusst mit seinen Patienten umgeht, die müssten denn, das kann ich mir nur vorstellen, wenn Ärzte bestochen werden, wenn sie also dafür wenn Geld kriegen. Wenn mir heute Frau Professor Kämmerer gesagt hätte, diese PCR-Tests bedeuten Alarmstufe 10, dann hätte ich gedacht, oh verdammt, dann sind ja meine Zweifel gar nicht berechtigt gewesen. Aber sie hat gesagt, die bedeuten nichts. Das ist Alarmstufe Fragezeichen. Ja.
Ich kann nur sagen, es stellen sich immer mehr Fragen. Also Antworten habe ich bisher keine, die aus der Politik schon mal gar nicht. Und auch von der Medizin, mit den Personen, mit denen wir gesprochen haben, gestern mit den Italienern, habe ich immer nur gehört, hier stimmt was nicht. Und da muss man sich doch wirklich ernsthaft fragen, Sie sind doch als Politiker unterwegs gewesen, da muss man sich doch ernsthaft fragen, gibt es nicht innerhalb der Politik wenigstens Leute, die sagen, hey, bevor wir solche Maßnahmen über die Bevölkerung ergehen lassen, möchten wir es genauer wissen. Haben Sie da aus der Politik irgendwelche Reaktionen oder gibt es immer nur Leute, die sagen Pandemie, Pandemie? Da gibt es nur Einzelne und es ist schwierig, ob die das nur ernsthaft meinen, ernsthaft transportieren wollen. Das wage ich zu bezweifeln. Es ist vielleicht auch eine Frage des persönlichen Charakters und der Durchsetzungsfähigkeit. Aber wenn ich solche Fragen, die sich auch eigentlich jedem stellen müssten, wenn ich diese Antworten heute höre, wenn ich solche Fragen habe, dann schlucke ich die doch nicht einfach runter und setze eine Maske auf. Es ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Und das ist eine Frage, das hat was mit Psychologie zu tun. Das müsste vielleicht dann auch mal psychologisch dann nochmal durchleuchtet werden. Das machen wir. Das hat was natürlich mit Medien zu tun, weil das, was wir, wie wir die Welt sehen, wir sehen hier diesen Raum, diese Leute, wir sehen die, die uns begegnen, wir sehen die, wenn wir mit der U-Bahn fahren, da sehen wir, wie die alle sich verhalten. Mhm. Und wenn die in der U-Bahn plötzlich alle eine Maske tragen, dann setze ich doch meine auch schnell auf. Ja. Wenn ich das schaffe, die Menschen dazu zu bringen, sich so zu verhalten und die das alle machen, jede Mode funktioniert so. Guck mal, die Kids tragen alle dieselben Schuhe. Ja, da ist was dran. Ja? Das heißt, da sind psychologische Momente oder ihre Eltern fahren dasselbe Auto. Ja? Das sind Moden, die sich einbürgern und das ist dann auch vernünftig, das so zu machen. Also weil die anderen machen das ja auch alle. Nachdem ich jetzt für mich jedenfalls den Eindruck gewonnen habe, dass es keine ausreichende tatsächliche Grundlage für das alles gibt, dann gibt es natürlich erst recht keine ausreichende rechtliche Grundlage für das andere. Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat da ja schon sehr vorsichtig, aber deutlich genug darauf hingewiesen, dass die Rechtsgrundlagen wahrscheinlich alle kaputt sind. Aber wenn ich das höre und trotzdem laufen die Leute rum, als sei hier wirklich Ebola ausgebrochen, dann kann das doch nur noch eine psychologische Ursache haben. Also müssen wir doch ganz dringend mit Psychologen und Psychiatern darüber reden, was passiert hier gerade. Ich finde es einfach unverantwortlich, auch vom Bundesverfassungsgericht, dass sich nur auf das Robert-Koch-Institut bezogen hat und nicht auf das Robert-Koch. Das ist Robert-Koch-Institut. Robert-Koch-Institut hat Informationen. Das ist unser offizielles Institut zur Seuchenbekämpfung, Bundesinstitut. Die funktionieren. Da hat das Bundesverfassungsgericht nicht hingeguckt. Die haben Herrn Wieler angeguckt, was sagt er? Die haben Herrn Spahn angeguckt, was sagt er? Aber es gibt doch Mitarbeiter da. Kann man die nicht mal fragen? Die sind in einer Hierarchie. Und die sind weisungsabhängig. Das sind keine freien Wissenschaftler. Die verlieren ihren Job, wenn sie was sagen. Und wenn wir jemand haben, wenn mal jemand was sagt, es gibt ja Whistleblower, bitte sagen Sie meinen Namen nicht. Kriege ich ja. Ja, stimmt, kriegen wir ja auch. Wir haben ja da, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Wir haben da ja eine Möglichkeit, die Leute anonym zu Wort kommen zu lassen. Das ist wirklich schrecklich. Und ich denke an absolutäre Staaten, ich denke an die Türkei, wo man nicht mehr das sagen darf als Richter, wo man gefeuert wird als Richter. Mhm. Ich denke an die Presse in der Türkei. Ich denke an Sachen, die auch in Russland passieren oder in anderen totalitären Ländern. Und was bei uns passiert, das macht mir Angst. Ja, ja, das geht inzwischen, glaube ich, sehr vielen Leuten so. Aber die Angst ist im Moment noch gerichtet auf Pandemie, Pandemie. In Wahrheit scheint mir ja immer deutlicher sich der Eindruck aufzudrängen, dass man vor was ganz anderem Angst haben muss. Das war von Anfang an mein Bestreben. Seit Februar versuche ich den Leuten das zu zeigen, dass sie keine Angst vor Krankheiten haben müssen. Das ist wie in jedem Jahr gefährlich, aber nicht anders als in jedem Jahr. Es ist ganz klare Aussage, die ich belegen kann und die andere inzwischen massenhaft belegt haben. Ja. Ja, die Testpandemie im Prinzip, die sich dann hier festgesetzt hat. Ja, die Faktenchecker von Korrektiv und von Versagen total. Die Taz, dachte ich mal, sei eine kritische Zeitung. Habe ich auch gedacht. Abbestellen. Ja, habe ich auch gedacht. Also man sucht in den Mainstream-Medien nach den Informationen, die es geben muss. Weil jeder... Früher kritisch.
Ja, wo sind Sie denn? Wo kommt dann die Gegenmeinung mal? Nichts? Ja, ich hab lange gesucht. Ich habe als wir in den USA waren und diese Meldung gehört haben, habe ich gedacht, na, guckst du mal, muss ja aus deutschen Medien was geben. Es gab nichts. Und dann haben wir telefoniert, weil ich dachte, hey, der weiß es wenigstens. Und dann erst bin ich darauf gestoßen, dass es schon Informationen gibt, aber nicht in den Mainstream-Medien, sondern da muss man gucken bei Rubicon oder man muss die Kanäle angucken, die zum Beispiel auch das berichten. Das gibt es tatsächlich in den USA, in den Mainstreams. Vorsichtig zwar, aber immerhin, sogar in der New York Times wurde von John Ioannidis berichtet. Aber in den normalen Mainstream-Medien hier in Deutschland habe ich nichts gefunden. Als ich mich an die großen Medien gewendet hat im Februar, da war ja einmal ganz kurz, war das mal im ZDF. Das wäre die nächste Frage gewesen. Warum? Sie sind sogar selber aktiv geworden. Und ich habe gefragt, ich bin zu Korrektiv hingegangen. Ja. Und habe gesagt, Korrektiv, wollt ihr dann nicht mal gucken, was ist denn da los? Ja. Ihr seid doch recherchiert. Ich bin doch da, habt ihr immer unterstützt finanziell. Aha. Und bin da hingegangen. Ich habe sie angerufen, den Redakteur. Und habe gesagt, hier, Mensch, da müsst ihr uns drum kümmern. Das ist wieder so ein Ding wie mit der Schweine und der Vogelgrippe. Das geht wieder los. Und da hat er gesagt, ja, das muss ich mal mit unserem Team besprechen. Und dann kam Mitte März plötzlich das Ding raus, Faktencheck von denen, wo sie so taten, als hätten sie mit mir gesprochen. Die haben mich nie kontaktiert. Ich habe die angerufen, habe sie alarmiert, habe ihnen aber inhaltlich gar nicht viel gesagt. Und aus diesen Fragen? Und dann haben Faktencheck gemacht mit mir angeblich. Die haben gelogen. Oha. Das ist, also ich bin sowas, ich habe natürlich sofort gesagt, ich kündige bei euch, ihr kriegt von mir keine Unterstützung mehr. Und das Gleiche wurde wieder geplappert von der Taz und von anderen auch. Und ich habe meine ganze Zeit, als ich als Gesundheitspolitiker gearbeitet habe, da war ich ja immer kritisch. Als ich für Transparency Sachen gemacht habe, da wurde ich immer gefragt. Und da war das so, dass natürlich die gleichen Leute, die Redakteure, die Fachredakteure, Frau Bernd von der Süddeutschen, Herr Woratschka beim Tagesspiegel, mit denen habe ich immer zu tun gehabt. Die haben das auch ernst genommen, die haben nachgefragt, haben sich interessiert. Jetzt ist da eine Mauer. Jetzt entweder dürfen sie nicht oder trauen sich nicht, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es ist gespenstisch, was da passiert. Also ich verstehe nicht, warum Leute, die doch normalerweise kritisch hinterfragen und berichten, jetzt plötzlich eine einheitliche Linie vertreten. Ich habe hier Artikel gelesen von Leuten, die sich sozusagen mit Schaum vor dem Mund darüber aufregen, dass es andere Leute gibt, die die Maske nicht aufhaben. Dabei nicht mal im Ansatz wenigstens über das für jeden Normalbürger Erkennbare nachdenken, nämlich über die Widersprüchlichkeit der Tatsache, dass man mit denselben Leuten in dem einen Raum mit Maske zusammen sein darf. Wie gesagt, ich habe es aus der juristischen Sicht gesehen, von einem Gerichtssaal zum nächsten. Da hat man eine Maske auf, da nicht, im nächsten Gerichtssaal wieder auf und da nicht. Macht ja alles gar keinen Sinn. Warum fragen denn diese Leute, die normalerweise bei hochpolitischen Sachen nachfragen, bei so simplen Dingen nicht nach? Ist das alles nur Psychologie? Das hat sicherlich was. Das müssen wir Psychologen fragen. Ja, das sollte man Psychologen fragen. Ich glaube, also das wird doch, wir werden ja tatsächlich uns jetzt in der nächsten Woche werden wir uns jetzt mit Psychologen, aber in Bezug auf die Kinder auseinandersetzen. Und dann machen wir in der darauffolgenden Woche, denke ich, einen Termin, wo wir uns nochmal mit der gesamten Psychotraumatisierung der Menschen und aber auch der Medienfrage, warum da so eine einheitliche Sicht auf die Dinge eben passiert und insbesondere nicht eine Hinterfragung zum Beispiel von jetzt solchen statistischen oder medizinischen oder technischen Zusammenhängen passiert, weil das ist ja ganz zentral, dass da nochmal eine Auseinandersetzung passiert. Ja.